Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra. Ja, und nun wollen wir mal die Jagdlektionen Sequenz 4 in Angriff nehmen. Wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, also wollen wir jetzt mal hier die Mission starten. Mal sehen, was er uns alles beibringt. Oder wie ihn, wie auch immer. Ja, sehr gut, ihr dummen Zombie, denn ich war der Rohr, geht dann noch gar nicht. Aber ja, no wonder, der Gott der Rötzler, wie ja. Dann ist das Zero, so sie war gar nicht so. Und Guri Hunya, kann er dachte, er ist auch gut in der Gerenio, so an die Jadora, der. Okay, also. Du hund so hund, jo snore am Dajo, quat der. Jo tquenies, jo kann heia, der. Kaya da noru ne giga de ha hund da nega. Ohne Kian de Waderi wa Gwenyastage, ne sa oyera. So, das Suchgebiet ist da oben. Innerhalb des Suchgebiets einen Hasen finden, erlegen und häuten. Alles klar. Ich habe schon mal versucht, jetzt eben gerade so ein bisschen im Offline-Modus was zu schießen. Aber ich konnte nichts machen. Bing! Gut. Mal gucken. Mein Tier. An der Wadu nege ne gario, da nu yan wadora tsera yan da ne. Agua nes di zini wade sanino. Ona, an deni yazere. Yo snore, se wahra gwek darungu. Jo jena, tu onek di an se tari, di nume gu jak dar orok sne gundirio. Yo suma garu de, di de wats gan hukwa. Di gah negi hrata. Zezak ne gayan de re waturori di unwak to dundun da warien. Okay, jetzt nehmen wir mal, wie man Fallen nicht. Natürlich muss man darauf achten, wie gesagt, hin mit dem Suchgebiet interagieren, um sie zu analysieren. Tja, mal gucken. Okay, F drücken, um die Falle im Geräteradar auszuwählen, dann drücken, um sie an der Ort und Stelle anzubringen. Alles klar. Müssen wir jetzt F drücken oder hat er jetzt schon gelegt? F. Fall. Ach, er. Okay. F. Ach, wenn denn das. Und den R drücken. Kann ich mich nicht jetzt fortbewegen? Liegen haben wir doch. Ach, wir müssen gedrückt halten. Ah. Okay. Einen Hirsch in der Umgebung aufspüren. Ja, da hatte ich ja versucht schon im Offline-Modus, aber ging nicht. Jetzt geht das. Oh. Schleichen. Sag ich mal, oder aus der Deckung, denke ich mal, ne? Sonst sehen sie einen so schnell. Aber er bleibt da draußen. Ach so, erstmal untersuchen. Mit den Händen? Pass auf, okay. Also erstmal hier hin. Und jetzt wollen wir uns sicherlich hier so gedeckt hinschleichen. Den Hirscherling, er will es mit der Hände versuchen, alles klar. Warte mal, Köder im Rad auswählen. Ach hier. Haben wir jetzt... Hm? Na, nicht Tomahawk hier. Warte mal, Tomahawk machen wir wieder hier hin. So. Tierköder. Und. Okay. Er.
Hoffentlich mache ich das richtig. Oh, geht nicht. Und doch. Oh nein, den ich rohre geht, wie eine Horde, die ich doch umsuchen. So, den Hirsch häuten. Köder auswerfen, häuten. Ach, mit Evie. Zack. Na ja, sieht ja nicht allzu. So, dann wollen wir zurück. Und den Fang einsammeln. Sammelt jeder seinen eigenen Fang ein, oder? Kommen hier nicht durch? Komm mal weg hier. Ah, ja, häuten. Schlitzi, Schlitzi. So, jetzt noch die nächste Falle. So. Fleisch von 5 Tieren sammeln. Mehr als ein Tierart jagen. Köder und Fallen kombinieren, um ein Tier zu fangen. Luftattentate auf Tiere. Aha. Okay, jetzt haben wir hier freie Wildbahn. Da läuft einer durch die Gegend. Okay. So. Put, 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 wo seid ihr denn alle? Können natürlich auch von da oben, ne? Ist da was? Ach nee, ist keine Deckung, schade. Oh, oh. Schade, weggelaufen. Müssen wir jetzt jedes Mal den Hinweis analysieren, bevor wir jagen? Warte mal, machen wir mal Köder auswerfen. Vielleicht kommt ja jemand. Ich hoffe. Huh. Da hinten ist einer, glaube ich, oder? Da. Gleich mehrere. Oh ne, das war irgendwie ein Bug. Zack. Nicht auswerfen. Häuten. So. Das hätten wir erledigt. Können wir auch von oben. Warte mal, hier oben. Wenn wir hier. Da kommt da noch eine. Ich hätte jetzt. Wäre gerne jetzt auf den Baum. Oh oh. Warte mal, wie klettern wir? Mal gucken, ob wir hochkommen. Nö. Müssen wir wieder irgendwo eine Stelle finden, wo wir am ehesten hochklettern können. Und dann bestimmt darüber springen von einem zum anderen. Ach hier, vom Stein aus. Okay. Mal sehen, ob er hier von unten kommt. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Huhu. Will keiner kommen? Na? Will keiner? Da. Ja, war fix.
Müssen wir erst die Hinweise suchen, oder wie? Verstehe ich das jetzt richtig? Na gut, gehen wir mal runter. Ach, hier ist noch ein Hinweis, alles klar. Hinweis analysieren. Was sagt er uns denn hier? Ein Hase vielleicht? Ein Hirsch hat sich ausgeruht. Okay. Müssen wir, glaube ich, erst von da raufspringen. Komm, machen wir mal. Dann werden wir da mal was hinschmeißen. War das hier? Mal sehen. Ob was passiert. Da hinten. Der kommt. Und haben wir jetzt getötet? Ach, Fuchs haben wir getötet. Ah. Wollte eigentlich den anderen, aber egal. Hier ist eine Tierart jagen. Luftattentat auf Tiere. Okay. Köder und Fallen kombinieren, um an Tiere zu fangen. Aha. Ups. Haben wieder ein Verscheuchter. Also müssen wir erstmal durch das ganze Gebiet hier immer so eine Stellen finden und dann schauen, was wir da. Das sieht wieder nach einem Hirsch aus. Na, sag mir. Hirsch hat die Bären von diesem Busch gefressen. Sprich, wir müssen wieder irgendwie auf den Baum rauf. 29? Was ist hier in 28? Was gibt's da? Was will er mir jetzt da zeigen? Ah, da ist noch eine Stelle, alles klar. So, wir müssen irgendwie versuchen, hier wieder auf den Baum zu kommen. Naja, nicht unbedingt, ne? Nicht zwangsmäßig. So, mal sehen. Ah ja, komm. Nimm die Witterung auf. Hier ist Fresschen für dich. Ja, fein. Fein. Danke für dein Fleisch und dein Fell. So. Okay, können wir die auch beschießen? Aber müssen wir uns, glaube ich, erstmal verstecken, ne? Oh. Ah. Eine Falle könnten wir ja auch mal legen. Hinweis analysieren ist wieder mit dem Hirsch. Warte mal, da ist ein Stein, da können wir dann noch hoch und hier so von hier oben ein Attentat machen, denke ich mal. Luftangriff. Okay, das behalten wir uns mal im Auge. Hier können wir hier eine Falle legen. Muss ich jetzt jedes Mal immer wechseln? Ist ja auch doof irgendwo, ne, finde ich. Oder? Mache ich da was falsch? Liegen? Hm. Achso, muss ich gedrückt halten. Hm. So, haben wir eine Falle gelegt. Jetzt klettern wir hier mal rauf. So, hier war doch irgendwo der Busch. Da ist der Busch. Und können wir wieder... Oh, ein bisschen umständlich das Ganze, dass man das immer wieder neu... machen muss. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt da hinten ist eine. Können wir auch zielen? Nee, die sind zu weit weg. Na komm, du willst doch hier ein Fresschen haben. Komm, tut, komm näher.
Oh. Shit, haben die uns gesehen? Bestimmt, weil der Hase da in der Falle gegangen ist, oder? Oder ein Fuchs? Ach, Mann. Haben sie gar nicht den Boden ausgewählt, aber na gut, war ein Luftangriff. Das haben wir erledigt. Haben wir einen Fuchs? Müssen wir jetzt noch extra den Bogen? Also, warte mal. Haben wir nicht. Nee, Schnellzuweisung haben wir gar nicht, die Tasten, oder? Müssen wir jetzt echt jedes Mal. Haben wir doch zugewiesen. Hm. Reflexschuss? Die Falle müssen wir noch überprüfen, genau. Mehr als eine Tierart jagen. Hä? Ich will noch meinen Hase oder Fuchs, war das, war da in der Falle? War das nicht hier? Warte mal. Sollten vielleicht halt nicht so viel auf einmal machen. Jetzt wollen wir zu dem anderen zurückkehren. Aber wir haben gelernt, wie man jagt. Gut, wir haben Panini-Mission nicht erreicht, aber naja, okay. Passiert. Oh. Das sieht hier. Ist das der Fuchs? Nee, den Hasen. Hätten wir erst den Hasen häuten sollen, bevor wir das andere Tier, dann hätten wir das gleich hingekriegt. Okay. Na denn, zurück zu unserem Anführungszeichen Lehrling. Kann er einen Dogo? Kann er einen Dogo? Oh, der ist, ich glaube, der ist nicht da. Okay. Ach, eh. Und eh, wenn sie dem Tier angegriffen werden, drücken sie im richtigen Moment eh auf, um das Tier zu fokussieren. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Eh, eh. Ausweichen, okay. Oh, das war zu spät. Okay. Ach, jetzt lernen wir wieder das Ausweichen. Okay. Jetzt geht das wieder los. Das haben wir doch bei den Wölfen auch schon mal gehabt. Das kriegen wir aber nochmal hin. So, E. Warum sagt er mir jetzt Maus? Leertaste. Ach, gibt verschiedene Möglichkeiten, oder wann? E? Haben wir. Leertaste. Mann, mal so, das ist mir ein bisschen kompliziert. E, Leertaste. Waren wir jetzt wieder zu falsch oder was? E, R, zu langsam oder was? E. Ich sehe doch nichts hier. Hallo? Ich
meine, ist ja schön und gut, dass das so als Tutorial gemacht ist. Wenn rot ist, schon zu spät, oder? Okay, wir testen nochmal. Ausweichen. Zurück. Oh Mann. Ah, bleiben wir mal hier. Oh, sorry. Zurück. Das war wieder zu spät. Leertaste, okay. Da springt er zurück und rutscht er durch. Dem Bären entkommen. Müssen wir jetzt immer hier eben? Nee, da hat er uns wieder erwischt. Leertaste, zu spät. Geht doch wieder hier los. Auch zu spät. Och man. Auch zu spät. Alter. Was soll denn das hier? Können wir auch einfach auf weglaufen? Ja, wir laufen mal weg. Vielleicht muss das ja so sein, dass du erstmal so ein bisschen lernst und dann wegläufst. Und wir haben halt so lange da umhergeeiert. Puh. So. Aguahua geht's hanige. Was geht njagante? Njawa. Am se jahtan di ona. Ayawa siro naja ge hodi mi guhrayanda me. Dino jera ya ezo di etie naam. Nek zi ato deyot. Oh niyot. Lat dokawa hageri honya. Hat einen guten Lehrer, ja. Wir haben ihn das Leben gerettet, sind trotzdem einmal oder zweimal gestorben, ne? Ja. Ja, oh, na ja, 150. So. Denk mal hier zurück zum Dorf, ne? Haben sie wieder ein bisschen aufgebaut. Na gut, ist ja schon 9 Jahre her jetzt, ne? So, wieder durch. Zu irgendeinem Langhaus. Oh. Hey, oh, oh. Taschendiebstähle, ne, eine andere Person erhalten. Oh mein, oh. Okay. Sieht gut aus, wie das Dorf. Schick, schick. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, hören wir erstmal auf in dieser Folge. Für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir wieder, wie immer, einmal mindestens gestorben sind. Ja, nun haben wir gelernt, wie man jagt, wie man Fallen aufstellt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Empfehlt mich gerne weiter. Schaut doch mal in die anderen Playlists nach. Ja, dann sage ich mal, wir schauen in der nächsten Folge, was er uns dazu sagen hat. Also, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bye bye, euer Terra.